Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Wir haben heute einen Oktobertag, nicht gerade von den besten, aber das stört mich überhaupt nicht, meinen Topf nach draußen zu packen und etwas zu machen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Was liegt da näher, als auch ab und zu mal ein Rezept aus dem Pott zu machen? Ich habe mir ein Rezept ausgesucht, das Dortmunder Pfefferpotters. Eine Nachbarstadt, ich komme aus Castrop-Rauxel, direkt daneben liegt Dortmund. Das will ich euch zeigen. Das muss ich euch zeigen, weil es ist eine richtig runde, gute Sache und vor allem einfach. Habt ihr Lust? Dann kommt mit. Für unser Pfefferpotters brauchen wir natürlich erstmal Fleisch. Hier haben wir Gulasch vom West Highland Cuttle. Das habe ich noch bei mir im Gefrierschrank gehabt. Wir brauchen Zwiebeln, 500 Gramm Zwiebeln. Die werden halbiert und in Streifen geschnitten. Wir brauchen zum Anbraten Schmalz, wir brauchen Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker, 3 Esslöffel Kapern, wir brauchen ein Pimentkorn, 2 Nelken und ein Lorbeerblatt. Zum Andicken, zum Verfeinern der Soße nehmen wir Pumpernickel, eine Scheibe Pumpernickel, das Brühe sollen wir knallen. Ich habe hier ein Brötchen aufgerieben, man kann aber genauso gut Weißbrot nehmen, Toastbrot, die Rinde abschneiden, trocknen lassen, dann aufreiben. Wir gießen das Ganze mit einer Brühe, einer Rinderbrühe an. Dazu trinken wir natürlich traditionell ein Dortmunder Bier, weil das ja auch ein Dortmunder Gericht ist. Dazu gibt es als Beilage Gurken, Gewürzgurken und Kartoffeln. Traditionell Salzkartoffel, ich bevorzuge aber Pellkartoffel, weil sie einfach schmackhafter sind. Ich würde sagen, los geht's, ich schneide als erstes die Zwiebeln klein. Das brauche ich euch nicht zeigen, das kennt ihr. Dann sehen wir uns gleich draußen am Dutch Ofen wieder. Der Atago ist vorbereitet mit einer guten Menge Profagus-Kohlen drunter. Darauf findet sich der FT6 von Petromax. Jetzt kommt als erstes Schmalz rein, Schweineschmalz. So gute 50 Gramm. Das sollte reichen. Das bringen wir zum Schmelzen. Das Schweineschmalz ist geschmolzen, jetzt kommt portionsweise unser Gulasch hinzu. Unser West Highland Gulasch. Ihr könnt aber auch jedes andere beliebige nehmen. Das braten wir jetzt portionsweise erstmal an. Nicht zu viel auf einmal, denn sonst kocht es. Das wollen wir ja nicht, wir wollen eine Kochdauer machen. Also nur anbraten, nicht durchbraten, sonst wird es trocken. Das reicht schon. Ab zurück auf den Teller damit. Und das nächste Fleisch rein. Wenn ihr wüsstet, wie das hier riecht, das ist der Hammer. Gutes Rindfleisch hat einen fantastischen Geruch. Leute, sieht das nicht geil aus? Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und raus damit. Als nächstes kommen die Zwiebeln hinzu. Die werden kurz angeschwitzt. Aber auch nicht lange. Selbst die Kombination Schweineschmalz mit Zwiebelgeruch ist fantastisch. Man merkt schon bei den Zwiebeln, wie sich der Bodensatz löst. Das ist der pure Geschmack, den wir hinterher haben wollen. Ich muss sagen, die Töpfe, diese Dutch-Öfen, diese gusseisernen Töpfe, die machen einfach nur Spaß. Es ist nichts festgebacken, es ist alles wieder los. Der ganze Geschmack ist jetzt an den Zwiebeln. Das reicht. Jetzt kommt das Fleisch zurück. Ach Leute, Wahnsinn. Anderthalb Teelöffel Salz, Malzensalz kommt hinzu. Ein guter Teelöffel geröbelter Pfeffer, 3 Esslöffel Kapern, man kann sie klein schneiden, habe ich nicht gemacht, weil der, die sie mag, kann sie wieder rausfischen. Und eine Prise Pfeffer, eine Prise Zucker. Mein Lorbeerblatt kommt hinzu, 2 Gewürznelken und ein Pimentkorn. Das Ganze wird aufgegossen mit Rinderbrühe. Mal gucken, ob ich den Liter brauche. Weiß ich noch nicht. Ah, ich glaube schon.
Einmal rumrühren. Jetzt kommt noch mein Pumpernickel hinzu. Gute 100, 120 Gramm. Ich denke 100 Gramm reichen. Das gibt noch mal einen ganz besonderen Geschmack. Das Ganze verrühren. Jetzt haben wir eigentlich schon unsere Arbeit getan. Und das ist ja das Feine an solchen Gerichten. Ich liebe es. Wir lassen das Ganze jetzt, ich würde sagen, 1,5 Stunden vor sich hin köcheln. Und dann schauen wir mal, ob wir es noch andicken müssen mit den Bröseln vom Weißbrot bzw. vom Brötchen. Deckel drauf und unsere Arbeit ist getan. That's it. So, zwischendurch immer mal wieder nachschauen. Umrühren. Alter Schwede, das riecht. Das riecht, das ist der Hammer. Und wenn ich jetzt noch was sehen würde und kein Brillenträger wäre, nichts beschlagen wäre, wäre es noch besser. Aber es geht. Ich glaube, eine Stunde brauchen wir nicht. Ich glaube, es lohnt sich nachzuschauen, wie weit es ist. Ach, alter Schwede. Das ist der Hammer. Einmal umrühren. Da muss nichts mehr angedickt werden, das wäre totaler Blödsinn. Das riecht, Leute. Es ist der Hammer. Was machen wir? Wir richten an. Boah, das ist ein Geruch. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Das glaubt man nicht. So, dazu kommt eine Kartoffel. Ja. Und eine Gewürzgurke. Und wie das schmeckt, zeige ich euch gleich. Leute, ich bin ja mal gespannt, wie das kommt. Erstmal das Pfefferpotters, ganz blank. Mmh. Mmh. Wahnsinn. Ah, alter Schwede. Das ist lecker. Jetzt mit der Pellkartoffel zusammen. Leute, was soll ich sagen? Das ist traumhaft, das ist richtig traumhaft. Mit der Gurke. Hm. Ich kann es noch nicht beschreiben. Es ist einfach, es ist lecker, es ist richtig geil, alter Schwede. Super lecker. Ich kann gar nicht aufhören. Das Fleisch zerfällt. Es ist ein bisschen säuerlich. Mmh. Was soll ich sagen? Fazit. Es war eine richtig runde Sache. Es war richtig lecker. Es kam eine schöne Säure durch, die Kapern kamen durch, das Rindfleisch kam durch. Das war ein gutes Rindfleisch. Ich selber mochte vorher das Gericht eigentlich überhaupt nicht, bis ich es jetzt selber gemacht habe im Dutch Oven. Ich kannte es vorher nur aus der Großküche, vom THW, vom DRK her. Das war nicht meins. Aber das war richtig lecker. Wenn ihr Lust habt, es nachzumachen, macht es nach. Ich kann es euch nur empfehlen. Es war richtig gut. Der Pumpernickel als Andikusmittel war sowas von geil, ja? Mit den Pellkartoffeln dazu. Ach, Leute, mit der Gewürzgurke. Alter Schwede, das war der Hammer. Es war einfach der Hammer. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, gebt mir ein Abonnement. Euer Christian, Glück auf. Bis dann. Tschüss.